Hallo und herzlich willkommen. Ich werde dir heute ein magisches Verb erklären. Das Verb lassen. Dieses Verb ist magisch, weil es 8 mögliche Bedeutungen hat. So, lass uns starten. Erste Bedeutung: etwas nicht mitnehmen. Zum Beispiel: Kann ich meine Tasche herlassen? Oder: Ich habe eine Tasche hergelassen. Wir sehen jetzt die Perfektform dieses Verbes gelassen. Die zweite mögliche Bedeutung: nicht machen oder aufhören. Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Er hat mich nicht den ganzen Tag in Ruhe gelassen. Dritte Bedeutung: etwas nicht selbst machen. Ich lasse mein Haus renovieren. Ich möchte mein Haus renovieren lassen. Das heißt, wir renovieren nicht unser Haus selbst, sondern jemand anders macht das für uns. Ich möchte mein Haus renovieren lassen. Das bedeutet, wir bilden das Perfekt mit einem Verb plus lassen. Vierte Bedeutung: etwas ist oder nicht erlaubt. Ich lasse mein Kind kein Videospiele spielen. Das bedeutet, ich erlaube ihm nicht, Videospiele zu spielen. Ich habe mein Kind keine Videospiele spielen lassen. Und wieder Verb plus lassen. 5. Kann oder werden. Viele Probleme lassen sich mit dieser Methode lösen. Das heißt, viele Probleme können mit dieser Methode gelöst werden, oder? Sie haben sich mit Hilfe dieser Methode lösen lassen. Ein Verb plus das Verb lassen. In diesem Fall lösen plus lassen. 6. Der Grünsein. Das feuchte Klima ließ sie Atemprobleme haben. Das bedeutet, wegen des feuchten Klimas hat sie Atemprobleme. Es hat sie Atemprobleme haben lassen. Wieder Verb plus lassen. In diesem Fall haben plus lassen. Aufforderung zur gemeinsamen Aktion. Wir sind schon zu spät. Lass uns gehen. In diesem Fall haben wir eine Ausnahme, weil wir haben kein Perfekt, sondern in diesem Fall das Verb lassen muss im Imperativ sein und immer mit uns. Lass uns gehen. Und 8. Etwas für jemanden tun. Lass mich dir helfen. Das bedeutet, erlaub mir, dir zu helfen. Auch in diesem Fall, wir haben das Verb lassen immer im Imperativ. Wenn du dieses Video hilfreich findest, bitte Like und Abo-Button anklicken, Kommentar schreiben, dieses Video weiterteilen. Bis nächstes Mal.